Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Urlaub. Schaut mal, Robert und meine Schwiegermama bereiten Frühstück vor. Und wir frühstücken gleich. Gian und Emil sind noch im Bett. Die Mädels sind schon da. Jetzt mal frühstücken draußen, meine Lieben. So liebe ich das im Sommer. Draußen frühstücken. Robert muss wieder rein was holen. Toast muss er machen. Wir haben bis jetzt noch nie drin. Ist schon. Ja, wir waren die ganze Zeit Frühstück draußen. Also uns guten Appetit. So, meine Lieben, in letzter Zeit hatten wir so viel zu tun, dass wir das schöne Sommerwetter nicht so genießen konnten. Aber mit dem neuen Tropical Detox Tea von Fit Tea komme ich jetzt mal richtig in Sommerstimmung. Man kann den Tee kalt und warm genießen. Ich habe meine mit frischen Früchten zubereitet. Der Tropical Detox Tea enthält Vitamin C, Kokos stärkt das Immunsystem, Papaya verleiht eine schöne Haut und die Goji-Beeren verlangsamen die Hautalterung. Mit dem Infuser-Bottle kann man den Tee überall hin mitnehmen, so hat man den ganzen Tag Flüssigkeit bei sich. Tropical Detox Tea gibt es als Set mit dem Infuser-Bottle zusammen zu kaufen. Dafür haben wir für euch einen Rabattcode, Tropical Family Fun. Den verlinken wir euch in der Infobox, dann bekommt ihr 20% Rabatt. Also meine Lieben, in der Infobox unten haben wir euch Fit Tea verlinkt und der Rabattcode ist auch da drin. Könnte ein bisschen schneller sein, oder? Ist mit dem Einkaufszentrum. Mama ist schon wieder shopping und wir warten hier draußen und ja. Kinder fahren Karussell. Halt! Mira, hier bleiben. Komm hier! Komm hier! Mira hat ein bisschen Angst vor dem Karussell. Und? Habt ihr was gefunden? Ja, klar! Chiara leistet mir Gesellschaft. Was ist? Geht da nichts? Milady ist für Babys. Bist du Baby? Ja, schau mal, das fahrt zwei hier rund und dann sitzt sie hier und dann ja. Ich hab kein Kleingeld mehr. Doch, du hast. Kira geht das erste Mal ins Wasser von selber. Ich habe sie zwar an der Leine, aber ich habe sie nicht reingezogen. Also Emil, auf geht's! Ja, komm Robert! Ja! Ha ha ha!
Sag mal, warum springst du von da oben runter? Ich habe mir schon gedacht, das ist gar nicht tief genug. Ja, ich bin bei dem Sprung, bei dem 3-Meter-Ding unten auf dem Boden aufgeschlagen. Und so Hundi liegt hier, halb Schatten und halb Sonne. Die zieht ihre Leine bis da runter. Ich verstehe es einfach nicht. Die könnte sich da drüben auch hinlegen. Oh, Kira. Sie war ja auch das erste Mal im Wasser, freiwillig. Geh mal, Mausilein. Kira? Oh. Ich war vorhin auch im Wasser. 5 Minuten. Robert hat gesagt, bis dahin soll ich nicht kommen, da ist tief. Und deswegen habe ich mich nicht getraut. Also in Kroatien braucht man definitiv diese Badeschlappen, weil es hier Kiesstrand ist. Oh, sein Fuß. Ich würde da nicht mehr reingehen. Und jetzt gehe ich Cappuccino trinken, renn, auf jeden Fall. Renn. Huhu. Immer Alter. Ich gehe nicht mehr. Schau, so frisch wie bei Nemo, Alter. Bei Nemo. Mama, ich gehe nicht mehr rein. Egal, ob ich dann ein Kälte kriege. Egal. Und dann ist doch eben abends. Würdest du dafür rumstehen? Die Jungs erforschen den Meeresgrund. Meine Lieben, einen Tag nach dem Geburtstag gibt es dann auch die Geburtstagstorte. Die wollte an dem Abend dann keiner mehr haben nach dem Hamburger Festival. Und na gut, die Minions-Torte passt jetzt nicht ganz in seine Altersgruppe, aber die fand man so toll. Und jetzt haben wir ganz kurz die Flamme cheeren. Jetzt muss ich schnell ausblasen, weil der Wind geht. Also, yeah. Bravo! Eine Kerze reicht. Also schneid mal an deine Torte. Wie? Ah, der weiß nicht mal, wie man Torte anschneidet. Ja, wie? Also ich würde einmal so quer am besten. Hm? Nein, so Ecken. Ja. Wir machen einfach irgendwie. Komm, Kraft zeigen hier. Leute, ich bin eigentlich nicht so der Torten-Fan. Deswegen. Ein bisschen muss ich jetzt essen. Eine Gabel wenigstens. Hm? Milay freut sich schon total. Milay freut sich mehr. So, füttern tue ich ihn jetzt. Komm, wie früher. Wie früher, als Kind habe ich es auch immer gemacht, also mache ich es jetzt auch. So, hier, mein kleiner Großer, mach deinen Mund auf. Schöne Hasenkuchen.
sollte man wissen dazu. Schmeckt aber nicht so schlecht. Ja? Gut. Also und hier auf dem Tisch steht auch noch ein Geschenk, das haben wir total vergessen, in unserem Geburtstagsvideo einzubauen. Das hat er noch bekommen von Mama. Ich will eine Torte. Danke. So, ich will jetzt auch eine Torte. Ja. So, jetzt übernehme ich mal die Kamera, meine Lieben. Heute gibt es bei uns wieder was vom Grill. Unser Vermieter hat für uns Fisch gegrillt hier am Garten. Ja, ist er ganz, ganz netter mit seiner Frau und zwei Kindern. Ich zeige euch mal unseren Fisch. Sieht das nicht lecker aus? Oh, freue mich schon drauf. Da hinten hinter mir geht gleich die Sonne unter und wir werden hier mal gemütlich sitzen. Es ist unser vorletzter Tag, morgen sind wir noch da. Also wenn das Video hier online kommt, sind wir schon wieder abgereist. Schade, finde ich, das war hier so schön. Gian, lass den Fisch in Ruhe. Gian, lass den Fisch in Ruhe. Schaut mal, die zwei sitzen hier schon und warten. Die haben so Hunger, ja. Die haben jetzt fast, wie viele Stunden? 6 Stunden nichts zu essen gehabt nach dem Strand. Du hast gerade schon was gegessen. Wir haben ja kein Blut genommen und jetzt schiebt das auf mich. Ja, ist klar, die haben jetzt Hunger. Wir haben gedacht, dass wir zusammen essen. Mit denen habe ich vorhin schon erwähnt. Jetzt haben die den ganzen Tisch für uns gedeckt. Für uns gekocht. Also das ist ja. Ja, die haben gesagt, wir sollen das genießen mit der Family. Also Salate ohne Ende, also brutal. Sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass man ein Ferienhaus bekommt. So, jetzt sind wir richtig voll gegessen, meine Lieben. Der Fisch war so gut. Und machen uns ein bisschen bequem auf der Terrasse. Ich filme jetzt hier drinnen, weil auf der Terrasse ist so dunkel. Danke hier nochmal an unsere Vermieter, Antonio und Antonia. Thank you, Antonio und Antonia. The fish was very good, muss ich von hier nochmal sagen. Die schauen unsere Videos nämlich auch an. Ja, und wir sagen danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und Daumen nach oben. Danke. Tschüss. Der Robert war das.